Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof, denn ich möchte jetzt die Bierschanger und die Shania abholen. Und vielleicht fällt euch mein Bart auf oder mein Nicht-Bart, ich weiß nicht, als was man das bezeichnet. Grüße gehen raus und FC Mary. Wir wollen heute nämlich die Bismarck-Wanderung machen. Mit Übernachtung, mit Essen machen, mit allem drum und dran. Normalerweise wäre die Bianca schon um 11 Uhr gekommen und hätte den Community-Raid mit mir zusammen gemacht. Dann gab es Probleme und jetzt kommen die auch erst 14 Uhr an. Durch die Züge, ne? Zusammen aber mit Shania, beide gleichzeitig. Ich habe jetzt Bier eingepackt zur Begrüßung. Lauf jetzt mal zum Bahnhof, werde die zwei Mädels begrüßen und das Wetter ist einfach Bombe. Ich habe mich schon nackig ausgezogen. Der Mann, der da vorne läuft, hat auch gerade seinen Mantel ausgezogen, weil es viel zu warm ist. Und jetzt ist er auch nackt. Mal gucken, ob die Mädels auch nackt sind. Spaß. So, der Zug ist jetzt hinter mir eingetroffen. Und eigentlich müssten beide sogar im selben Zug sein. Ohne vielleicht mitzukriegen, dass sie im selben Zug sind. Ich weiß es nicht. Weil 5 Minuten Verspätung, schreibt die eine, schreibt die andere. Da sind sie sogar beide, wir können sie mal rumdrehen. Guck mal! Hallo, hallo, erstmal die Jenna. Hi. Hallo, Jenna. Und da, die macht Faxen, guck. Was ist denn das für ein schöner Koffer? Geil, ne? Den habe ich mitgenommen. Der steht da. Der ist zum Wandern oder der ist so? Das ist L.E. ihr Koffer. Wow. Oh, ich habe geknuddelt werden. Ja, ich habe euch da auch gleich was mitgebracht. Das muss ich gleich noch verteilen, bevor es warm wird. Ich habe hier eine Flasche Kronbacher für dich. Wir sind doch jetzt unter uns. Hier ein Kronbacher für dich. Der Ramses gönnt sich ein 5-0er Dosenbier, weil die zwei waren nämlich übrig vom Ditschen. So. Als der Ditschen das letzte Mal da war, hat er hier irgendwie Bier dagelassen. 2 Stück, hat gesagt, die kannst du aufheben, bis ich das nächste Mal komme. Ich weiß nicht, ob der überhaupt wiederkommt, deswegen trinken die Mädels jetzt ein Ditschen sein Bier. Ja, wir vertreten ihn. Jetzt machen wir alles schön auf und dann stoßen wir mal an und dann gucken wir mal, ne? Warte, ich film, wie das aufmachst. Ja, warte, mein warte, Gott, das muss so richtig. Effekt dann. Quatsch. Ich habe extra ein Feuerzeug mitgenommen, damit ich selber aufmache. Aber ihr seht, ihr seid alle gut ausgerüstet. Rauchst du etwa? Wow. Alter! Wir haben Zeit. Ich mache da so ein Best-of drauf. Und so ein Counter unten, wie viele Versuche und so. Okay, also ehrlich jetzt? Boah, Jenny ist der, aber. Hey! So, wer macht das ab? Das kann ich nicht mit einer Hand. Hier, bitteschön. Alles fliegt rum. Sehr schön. Dann, Prost. 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 Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du überhaupt da bist. Siehst ein bisschen aus wie Chaos Lady, muss ich jetzt schon sagen. Jetzt, wo sie da steht. Kennt ihr Chaos Lady? Kennt ihr den Schnauzer? Ist gar nicht aufgefallen, guck. Jetzt guckt euch doch mal die Gestalt an, ja? Mit der größten Kühltasche der Welt, rennt hier rum, sieht aus wie der verrückte Professor, total zwielichtig, mit der Sonnenbrille am helllichten Tag. Hallo Heisenberg, hallo! Also ich weiß nicht, was sie da... Die Sonne scheint doch auch ganz doll. Die Sonne scheint zu doll, guck. Ja. Ich glaube, wir kennen die nicht mehr, ich glaube, wir müssen weiter, das ist ja... Und ich gehe, wir gehen doch. Tschüss! Aber ihr wollt warm essen später, ne? Hey Monokel, dreh dich mal um. Nein. Haben wir dich erwischt, guck. Wie Gollum so. Geh weg. Ich wollte eigentlich nur kurz zeigen, hier ist der Bahnhof und da ist die ganze Zeit, ich weiß nicht warum, die haben das hier alles so grau angesprüht, gespritzt. Plötzlich ist ein Fenster kaputt und dann guckst du hier rein und da ist Walter White. Der Heisenberg, guck dir das an. Was für ein Zufall, dass wir in letzter Zeit... Ich, ja nett. Dass ich in letzter Zeit immer Breaking Bad gucke und jetzt gucke ich hier rein. Und da ist Walter White und hat ein Sofa und einen Tisch.
Also wenn es am Bismarckturm zu kalt ist, können wir auch hier übernachten, glaube ich. Nein. Gerne. So, 2-1. Herr Ramses hat wieder mal gewonnen. Nein, film das bloß nicht. So, guckt euch das Massaker Nein. an. Nein. Sie darf so filmen. Gerade haben sie noch auf der Casting-Couch gesessen. Nein. Jetzt kriegen sie schon hier auf dem Boden rum, diese Tiere. Und das ist hier im Übrigen für Pupsi. Das kannst du jetzt nicht alles zeigen. Die Videos müssen kurz und knackig werden. Du so, weißt, guck Bianca hin. Mit Bianca gibt's nie kurze Videos. Und die Bianca, die hat also aus dem Zug kam, wirklich hier einen Wodka mitgebracht und hat jeden hier eine Flasche geholt. Und jetzt ist der warm und jetzt ist, ne? Und wir müssen jetzt eigentlich nur ganz kurz Sachen packen. Also, das machen wir doch jetzt auch. Pack erstmal aus und dann wieder sie ein. Räumt jetzt hier ihr Ding um und ich räume auch mein Ding um. Und dann, die Jenna ist gerade auf der Toilette und der Adi, der, den kriegt man jetzt noch was zu essen. Und dann zieh mal los. Mit Duft. Okay, damit putze ich mir den Po. Zum Reinkacken. Da kacke ich mir lieber in die Hose. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich zum Netto, kaufen da ein und vom Netto direkt dann Richtung Bismarckturm. Jetzt hau die schon ab. Eben hast du noch gesagt, ich fasse deinen an und du meinen, ja? Und jetzt steht er da oder was? Ja, deiner ist ja nicht mehr da. Tschüss. So, das ist jetzt im Prinzip unsere Wandausrüstung. Die Chaos Lady hat einen Rucksack dabei. Und dann hat sie hier noch einen Wagen dabei. Eigentlich hat sie noch einen Beutel dabei, aber den Beutel, den trägt gerade Jenna. Ne? Das ist der Beutel. Jenna hat einen Rucksack und eine Wintermütze, weil es sind nämlich minus 10 Grad. Das merkt ihr nur nicht. Die Sonne ist mit Photoshop eingefügt. Ich habe mir noch eine Jacke mitgenommen für abends und hier so eine Matte. Jetzt müssen wir erstmal über den Markt und müssen erstmal zum die Nase juckt zum Netto. Und dann kaufen wir erstmal Essen und Trinken ein und dann beginnen wir die Wanderung. Wanderungsstart kommt, würde Naturin sagen. Guck, da laufen sie. Ich muss nämlich auch mal die Gäste filmen und nicht immer nur meine Visage, damit man auch mal sieht, dass jemand da ist. Das eine Mal ist ja, glaube ich, auch die Treppe. Ich glaube, der Fahrstuhl ist kaputt. Das ist nicht dein Ernst. Darauf erst mal eins trinken. Das ist nämlich wirklich kaputt. Bitte schön. Ich wollte außen rum. Ihr habt gesagt, ich soll führen. Jetzt geht's die Treppe runter. Oder beziehungsweise... Tschüss. Wir warten jetzt auf den Bier-Shangi, Shanga Yanga. Ja, Jana, guck dir das Schauspiel an. Wahnsinnig interessant. Das sieht aus, als hättest du da eine Babyschale. Ganz behutsam, nicht, dass es aufwacht. Ja, hätte mal außenrum hier laufen, wa? Guck dir das mal an hier durchs Geländer. Guck mal, ich film mir unter den Rock, wa? Nur zu Info, du hast gar keinen an. Was, die Snack? Also, das sieht gut aus. Bis jetzt ist noch alles in Ordnung, sag ich mal. Wenn du jetzt fällst, fällst du weich. Ja. Auf dich. Da die Jenna, die kotzt in deinen Beutel, guck. Ich hab's gewusst, ist alle voll. So, hier. Wer sagt auch immer? Hier. Hier! Hier! Geht halt weiter, du musst dich nicht unterbrochen fühlen. Hier! Nein! Was hast du mit dem Unge schon wieder gehabt? Was hat er? Die Sau. Wir haben über Unges Reichtum gerade geredet. Unges Reichtum, jetzt neu auf Pro7. Links, rechts? Rechts, da wo die Frau herkommt. Videos vorschlagen, guckt er sie nicht im Livestream. Er lässt sie erst abchecken, ob da irgendwelche sexuellen Hintergründe... Sex, es geht um Sex, also, habt ihr es gehört? Drin sein könnte, was ihm schadet, was ihm das wehren würde. Wir stehen jetzt auf jeden Fall vom Netto und Netto. Die redet von Sex, guck. Und wir haben jetzt, ich muss jetzt ihr billiges Bier trinken. Die sagt vorhin 0,5 ist zu viel, 0,3 ist besser. Jetzt macht sie 0,3 auf. Ist direkt Charles auf, du. Wir gehen jetzt hier in diesen Netto, wir werden wir eindringen. In Aldi. Genau. Warum gehen wir eigentlich nicht in Aldi? Aldi, Netto? Aldi. Nein, wir gehen in Netto. Da ist vielleicht Two Face an der Kasse. Aldi. Dort gibt es doch gar keine Auswahl. Da gibt es nicht mal Bier. Ja, wir können ja auch nach dem Aldi zum Netto gehen. Wobei es liegt. Die wollen, die wollen gar nicht wandern. Ich hab's durch ja, forstet aber Aldi hier. Aber Aldi hat auch immer geile Sachen.
am Angebot. Wollen erstmal was saufen? Bei uns im Aldi gab es jetzt Einweggrill, biologisch abbaubare Einweggrills, runtergesetzt für 1 Euro. Ich war der gesagt hat, wir können Einweggrill mitnehmen. Nein, und sie hat gesagt, wenn ich deine Pfanne machen, dürfen wir nicht verraten. Brauchst du mir jetzt nicht mehr mit dem Einweggrill kommen. Ja, wir gehen jetzt in den Netto. In den Netto gehen wir. Guck dir den Bart an. Hallo. So Planänderung, die Bianca ist jetzt irgendwie in den Aldi, weil sie gesagt hat, da gibt es besseres Essen. Und die hat gesagt, ja, Aldi. Und jetzt ist sie alleine in den Aldi. Hallo. Da ist der Ditschen, guck, da ist der Ditschen, wenn ihr den Ditschen noch kennt. Am Stall. Da ist jetzt Wrestler und deswegen hat er jetzt hier Ellenbogenschoner. Scheiße, weil die Bianca jetzt so 10 Jahre weg ist, hat uns der Tony Hawk, ne? Ihr wisst, wen ich meine, jetzt erstmal hier ein Bier vorbeigebracht und hat gesagt, trinkt's halt mal einen Starrer, solange wie die Bierschanga weg ist. Die Jenna hat ihr es schon auf. Prost. Ein Wartebier. Prost, Jenna. Das Bier, was sie noch nie hatte, aber ich muss ja meins auch noch aufmachen. Ist dein Problem, nicht mein. So, die unendliche Geschichte nimmt eine Fortsetzung. Der Bierschanga ist wieder da. Und er hat uns was mitgebracht. Guck dir das mal an, der ganze Einkaufswagen voll hier mit Stolzenfels, Sekt. Und hier, ich habe keine Ahnung, was das ist. Worten. Wodka pur Grain. Oh mein Gott. Da ist noch hier 360 Wodka Maracuja. Hier sind weiße Riesenbohnen vom Griechen. Da habt ihr hier Rollo dabei, wenn ihr keine Jalousie habt. Ihr habt hier irgendwelche Energy Drinks, Tomaten. Ihr habt da Würstchen. Ihr habt Chips, Alter. Chips und Chambis. Richtige Wühlkiste. Hier noch so Gummitierchen, grüne Oliven, alles dabei, Kuruba, Eier, Salat, Käse, den ganzen Bäckerstand hat sie auch mitgenommen. Das ist aber schön. Ja. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch mal in Netto. Oh, dann mach doch hin. Okay. Diese Begeisterung, so, wären wir lieber zusammengegangen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier alles drin ist, auch wenn ich es gerade alles abgefilmt habe. Au! Ich frage dich jetzt erstmal was aus und dann gucken wir weiter. Okay. So ist das jetzt. Aber. Mit Hand. Natürlich nimmt man den. Ist auch teurer. So, ja, der ist teurer, der ist nämlich hier. Guck mal, jetzt haben wir hier den schwarzen. Der schwarze Pfefferminz. Ja, da muss man, genau, da kommt dann glaube ich jemand von der Kasse und weil das die teuren Sachen sind, die werden extra verschlossen. Wir haben jetzt hier den schwarzen Pfefferminzlikör mit Hanf für 6 Euro und wir haben den grünen Original für 3 Euro. Dann nehmen wir uns mal 2 Flaschen mit. Weil die Bierschanga hat uns jetzt nämlich, wir müssen jetzt extra nochmal Getränke holen und vielleicht ein paar Bier für die Wanderung und dann. Die wartet so lange draußen mit den zwielichtigen Gestalten. Mal gucken, ob sie noch da ist, wenn wir wiederkommen. Du fühlst dich wohl, ja? Ich fühle mich wohl. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Mach mal so 2 Sixpacks auf. Ja. Ist. Wassermelone. Watermelon. Watermelon und Exotic Zero. Zero. Exotic. Exotic ohne Zero. Ohne Zerrung. Puh. Ist aber keine gute Auswahl vom Booster, vom Botzer. Nee. Hier gibt es eine Real Botzer Cola. Kannst du ja auch eine eintauschen noch gegen. Die Botza-Cola, wenn man noch Botza-Cola möchte. Wir müssen schnell raus, wir müssen gucken. Die Bierschanga, ne? Nicht, dass sie dann. Ich vertraue dem Frieden nicht. Deswegen muss man sich da. Oh, Wagen steht noch da. Hunger ist wirklich, wirklich explizit dafür mit: Ich werde total garstig, ich werde hässlich, ich werde so alles. Wenn ihr auch hässlich werdet, schreibt es mal in die Kommentare. Oh, um nicht hässlich zu werden, essen wir diese 1,20 Euro
Zarte Würstchen in Eigenhaut. Guck mal. Sieht aus wie ein Gartenzwerg mit einem Zwiebel auf dem Kopf. Das ist ein Gartenzwerg. Guck. Spitzenqualität. Spitz. So, wir haben jetzt versucht, die Sachen zu packen. Ja, hier, das sind hier so ein paar Dosen jetzt noch drin. Hier steht jetzt noch der Pfeffi, da ist das Sixpack Bier. Hier ist das Sixpack Bier, da ist der Wodka, der Dings, der Bums, noch was anderes. Hier sind lauter verbilligte Gammelwürstchen. Also, wir sind ja noch nicht fertig mit dem Versuch zu packen. Was die da machen, weiß ich nicht. Und das, das lassen wir hier mit dem Zettel dran. Ne? Zur Abgabe freigegeben oder so. Hier ist auch noch Pfand. So, nach dem riesen Parkplatztreff, ne? Da gehen die Leute alle ihre Wege. Borditschen geht auch. Die Bianca hatte den besten Plan. Die hat nämlich gesagt, pass auf. Ja. Die Jenna nimmt deinen Wagen. Die Shania nimmt deinen Wagen. Ja. Ich nehme meinen Wagen selber. Ja. Ich zünde mir noch eine Kippe an. Also ich nehme noch einen Beutel. Ich genau. Stehe total schräg. Warte. Sehe gut aus. Gerade. Mit meiner Sonnenbrille. Du nimmst den schweren Beutel. Was der ist schwer? Leicht aussieht. Da haben sie extra oben Chips draufgelegt, dass man denkt, das sind nur Tüten drin, aber der wiegt gefühlt 50 Kilogramm. Ja. Und den Rucksack habe ich auch noch mit den ganzen Flaschen drin. Also jetzt geht's aber los, Wanderungsstart kommt. So, ich möchte mal ganz kurz zeigen. Es ist jetzt 17.49 Uhr. Ich habe gedacht, um 15 Uhr sind wir ungefähr hier und wandern los. Jetzt ist es gleich 18 Uhr. Wir sind jetzt hier an. Also da geht es jetzt hier so hoch in die Wohngebiete rein. Da ist der Biertanger, Schanga. Da ist der Jenner, der freut sich. 1,6 Kilometer. Und hier seht ihr Wegweiser, Singkranz-Denkmal 1,4, Bismarckturm 1,6, Nonnesruh 2,0. Wir sind nämlich am Stadtberg und hier ist ein Wegweiser nochmal. Zum Dunkelgräfin-Grab. Ich möchte euch auch ganz kurz mal zeigen, wie die Lage in Pokémon Go aussieht, weil wir wollen eigentlich den Stops entlang folgen. Wenn wir in Pokémon Go gehen, sehen wir hier eine gelbe Arena, die heißt Wegweiser zur Grabstätte. Vielleicht kommen wir da dran vorbei. Dann habt ihr hier diverse Stops. Da seht ihr ja vier Stops, hier so. Hinten geht es weiter hoch. Da habt ihr hier da noch einen Stop. Und oben sind zwei Arenen, zwei rote Arenen, da müssen wir hin. Da ist einmal der Rastplatz am Bismarckturm und einmal mit dem Dragoran drauf der Bismarckturm selber. Wir wandern jetzt also da hoch und das kann sich wirklich ziehen. Deswegen haut der Janga auch schon ab. Ich mache das jetzt hier aus und in 2 Minuten sind wir eh wieder 3 Kilometer vor ihr und die hängt wieder hinterher. Die muss gar nicht so tun, als ob, ne? Ich habe keine Ahnung, was sie schon wieder macht. Hier ist ein Schild mit einer Spielstraße. Hier steht auf einmal ihr Wagen. Und irgendwo da vorne läuft sie gerade rum. Hinter diesem Umzugslaster irgendwas. Ich weiß nicht, was die macht. Was machst du da? Ich habe keine Ahnung, was sie macht, aber jetzt rennt die da einfach in das Gebäude rein und hat irgendwas zu klären. Ich sag doch, Donnerstag, 10 Uhr, das wäre die Zeit gewesen. Wir halten uns heute nur noch auf. Sieht aber sehr nett aus hier, muss man schon sagen, ne? So, mal hier ein ganz kurzer Einschnitt und zwar, damit das nicht komisch wirkt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt also nicht, was Bianca da macht oder vorhat. Sie ist also da zu diesem Gebäude gerannt, weil da ein Umzugsunternehmen war und hat dann die netten Kerle gefragt, die da standen, hat ihren Charme spielen lassen, wie sie gesagt hat, ob sie uns vielleicht zum Bismarckturm fahren können. Wegen dem schweren Gepäck und allem, weil sie dann gesehen hat, als es losging, wie steil das wirklich ist. Sie hat nicht gedacht, dass das so steil ist. Sie dachte, das ist so gemütliche Wanderung, aber ist halt wirklich ein richtig krasser, heftiger, brutaler Aufstieg. Und weil sie da, ich spreche einfach mal so offen, gesundheitlich da ein paar Probleme hat und auch aufpassen muss, weil die sich da leicht was, ne, und wollte sie ihre Knochen schonen und dachte, okay, sie tut uns einen Gefallen, wenn wir jetzt da hoch, damit wir endlich da sind, weil wir eh schon auch so spät dran waren. Im Nachhinein betrachtet wäre das wahrscheinlich sogar die allerbeste Idee gewesen, dass wir einfach schnell oben gewesen wären, dass wir in Ruhe dann unsere Sachen ausgebreitet hätten,
das Essen machen können, in Ruhe dann ein bisschen was trinken hin und her, denn wir waren wirklich einfach mega spät dran und es ist auch dann während des Aufstiegs noch dunkel geworden, aber das seht ihr ja gleich. Und dann war ja eh die Hölle los, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich sag halt so, das heißt... Und ich bin halt gestorben. Hier, als soll ich mal aufdrehen? Ja, bitte. Dann war ich entnüchtert. Aber bitte, ja. Weil die Mademoiselle, die ist nämlich gerade am Rumkörpern. Aber deswegen... nicht meine Mundwinkel trocken filmen. Ja, ich mach Panoramablick von hinten. Danke schön. So. Ach, Bierbenny sitzt hier drin. Der Bierbenny, den kennen die Jenner, den kennen die Bierschanger bestimmt nicht, oder? Nee, ich bekämpfe ihn aber nicht. Sorry, wie? Bierpenner? Bierbenny. Da lässt ihr einfach den Wagen los, wenn er jetzt umgefallen wäre. Hey. Ich sag, warte. Zurückrollen müssen. Mein Background ist ja nicht immer so schwer. Noch nicht, ne? Nee, der wird auch niemals schmecken. Als zweites. Wir sind jetzt hier. Es ist 18.03 Uhr. Man sieht, es ist Spotlight-Stunde. Stimmt. Ja. Überall sitzen. Mogelbaum, und wir sind jetzt hier auch an der ersten Arena. Was? Da sitzt ein Mogelbaum von der Shenaya und ein Bierbenny seit 6 Tagen. Ich, weil ich gelb bin, setze mich dazu mit einem Chadrago. Am Arsch. Das ist kein Chadrago, das ist ein Viscora. Du sitzt drin, aber ich setz mich mit dem Chadrago dazu, was nicht geht, weil Arena-Angriff läuft. Weil die nämlich die Arena angreift und deswegen. Du saß doch gerade drin. Nö. Bei mir stand einfach nur da, ich kann mich nicht setzen wegen Dings. Egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Tatsächlich nicht. Das Viscora ist gerade. Und jetzt habe ich komplett den Überblick verloren. Du warst gerade noch drin. Ich habe dich gerade gesehen. Entschuldigung, ich habe drauf geachtet, dass du hier drin bist. Das ist aber oben genau. Also Jenna war bestimmt schon länger als 8 Stunden da drin. Die hat sich doch jetzt eben gesetzt. Ach so, okay. Die hat seitdem sie gewartet hat. Hier sitzen jetzt also ganz viele Mogelbaum. Hier ist die Arena. Hier sind 4 Stops. Ich dachte eigentlich, wir laufen ein Stück hoch, links vorbei und laufen hier eine Runde. Aber das kann die Bierschanga nicht mehr. Also laufen wir geradeaus vorbei und gehen hier rüber zu den letzten 2 Stops. Und den 2 roten Arenen und setzen... Darf ich mich nicht? Fertig. Nein, wir platzieren jetzt auch noch dieses Pilz auf dem Pilzbaum, also auf dem Pilzstuhl. Guckt euch das an. Was ist denn mit dir? So, und jetzt da ist noch ein Streukasten. Um das in die Länge zu ziehen, müssen wir noch den Streukasten filmen. Das ist der Streukasten. Da ist Streu drin. Wenn ihr auch Streu in eurem Streukasten habt, schreibt es mal in die Kommentare. Du Scheiße, das habe ich den Mädels noch gar nicht gesagt. Die hängen da unten nämlich rum. Und das ist privat. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier diese Treppe hoch. Außer wir laufen außen rum. Aber dann müssen wir nochmal zurück. Also der Bierschanger, der hat sich jetzt den Fettbauch umgeschnallt. Seht ihr das? Die hat mir jetzt ihre Jacke hierher geworfen, dass ich die in den Beutel packe. Die wollte schon wieder Wodka. Ich habe gesagt, erst wenn wir hier oben sind, dann bei der Absperrung, da gibt es erst wieder was. Wir müssen die jetzt, die ist immer da hinten, guck. Und die bückt sich auch immer zu, wenn ein Auto vorbeikommt. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Wieso? Da wollen wir mal den Mann fragen. Oh, das war echt... Naja, ist froh drum, dass du den Weg aufs Klo findest. Also wir sind jetzt hier diesen Weg hochgelaufen. Wir hätten auch da hochgehen können und da weiter. Aber wir gehen natürlich da hoch. Die Bianca hat gerade versucht, aus der zu in eine Flasche zu trinken. Ich mach so die Flasche zu, gib sie ihr, dachte sie packt die da ein und sie... Da kommt hier gar nichts raus, ne? Also... Pusch. Ist so. Das da oben aber, was da steht, dieser Briefkasten, ist ein Pokestop. Lasst es euch sagen. Und da werden wir die nächste Rast machen. Ihr seht, da sind 5 Meter. Oh nein, lass einfach mal. Da müssen wir schon wieder Pause machen. Es geht nicht anders. Ich kann doch nichts dazu. Die Mädels, ne? Musst du Rücksicht nehmen. So, der schwangere Bierschanger.
mit Fettbauch dran. Ist jetzt auch angekommen. Ich hab's euch ja schon angekündigt. Hier ist dieses Haus, dieser Briefkasten. Da steht Schulersberg. Ja? Hier steht noch was mit Martin, ich liebe dich, auch wenn du doof bist. Kennt ihr auch Martin, der doof ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben hier immer noch die Mogelbaumstunde. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir genau diesen Pogestop. Holzkunstwerk am Schulersberg. Das sieht doch gut aus, ne? Ich darf das jetzt nur nicht vermehren. Daneben ist nämlich gleich so ein Wegweiser Grab der Dunkelgräfin. Hier oben ist dann die Schutzhütte. Die Schutzhütte ist dort, da gehen wir als nächstes hin. Ihr seht, ihr könnt euch richtig gut orientieren. Da ist das Grab der Dunkelgräfin, da gehen wir auch noch hin. Und dahinter ist der Siegkranz, das Siegkranz-Denkmal. Da müssen wir noch auf. Ne? Nina Hagen. Wir könnten jetzt hier hoch und dann so. Wir gehen hier rüber und dann so. Wir müssen auf jeden Fall zu dieser Hütte. Und neben der Hütte zu dem Denkmal. Verstehst du das oder was? Hast du es jetzt verstanden, Junge? Ich glaube, die freut sich einfach nur. Mit ihrem Waude-Rucksack. Mit dem Waude-Baby, guck. Der Waude-Baby. Leute, ich bin der fettleibige Asthmatiker. Aber da hinten kommt Jenna. Da unten irgendwo. Da hängen die Bianca. Die hat jetzt irgend auch was verloren. Weil es geht kreuz und quer, hin und her, auf und ab. Wenn ich euch das jetzt mal hier zeigen will, ist das hier nämlich das Grab der Dunkelgräfin. Haben wir mit dem Crazy O schon gehabt. Seht ihr, wie gesagt, auch nochmal hier. Das war falsch. Ach Mann, diese Drecksmogelbaum. Ich mach das jetzt mal aus. Das ist das Grab der Dunkelgräfin. Guckt es euch an. Hier sind immer mal Steinchen und Kerzen und sonst was. Könnt ihr euch ein Teelicht anzünden, hin und her. Da kommt die Shania. Servus, was geht? Jo, nix. Was macht ihn da unten? Für Moves. Ihr Sack ist weggeflogen. Ihr Sack. Ich zeige euch ganz kurz hier diese komische, damit ich das dann auch wegmachen kann. Hier ist nämlich noch so eine Hütte. Da lag letztens noch ein Dönerpapier, hier kannst du dich hinsetzen, kannst ausruhen, da geht's dann vielleicht weiter, wenn du Glück hast. Hier ist noch so ein Sonnenemblem, da ist noch so ein Mond daneben, also es sieht richtig nice aus. Vielleicht werden wir jetzt mal hier so eine Grabkerze aufstellen, beim Grab der Dunkelgräfin, dann haben wir eine weniger für uns, aber eine für hier, was bestimmt total cool ist. Wir wollen jetzt mal hier diese Grabkerze anzünden, wir sind nämlich Ossis und deswegen machen wir das. Deswegen machen wir das. Die habe ich nämlich vom Marktplatz geklaut. Weiß nicht, ob wir hier diesen Windschutz aufsetzen. Ich meine, das ist ja eh in einer Höhle drin. Hier steht drauf. Digga, was geht ab? Was macht der da? Hier steht drauf für Oma. Für Oma? Oh mein Gott, die hat noch eine Enkelin. Dann tun wir nämlich die kaputte Kerze da raus und tun die. Oh nein! Scheiße, was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Was ma- hier! Was ist denn das? Mein Glöckchen. Nein, das ist Blümchen. Das war schon ab. Lass das Blümchen. Nicht ins Feuer machen, das Blümchen. Das sieht doch. Oh, vorher sah es besser aus, glaube ich. Das ist auf jeden Fall das Grab der Dunkelgräfin. Groß. Dunkelgräfin, hat sie was mit. Ja, irgendwie ist das, ne? Achso, wir müssen erst trinken. Das klingt wie so eine Romanfigur irgendwie. Würde mich ja mal interessieren, so Dunkelgräfin. Muss doch irgendwie. Kriegen wir jetzt einen Typen, wenn wir hier stehen? Ja, nicht unbedingt. Die war bestimmt auch vom Typ Unlicht. Hä? Wieso brauchen aber warum? Wir mehr Mods? Aus was für eine Aussage? Von mir. Von mir. Nicht die von macht Raids mit Mega Gengar. Jetzt ist es ein Shiny Dialga. Die säuft Wodka. Und wir sind reich wie eine Bank. Mhm. Aber da kennt ihr den Sound nicht dazu, weil das ist Menas Moos. Ist leer.
Minas Moos ist leer. Ist leer? Ja, wir haben ja noch eine. Ich bin generell so jemand, der dann durchzieht und nicht aufgibt. Oida, es ist gerade mal 19.13 Uhr, ja. Wir sind hier mitten im Wald. Da ist die Shania. Guck. Hi. Da vorne irgendwo ist die Bianca. Hier ist irgendwo ein Beutel. Da ist irgendwo was anderes. Ein Wagen mit einem Beutel dran. Hier noch ein Wagen, alles hin und her. Wir kamen von ganz da unten, das seht ihr jetzt gar nicht mehr. Alles in Suspekt, ach, komplett, alle hier. Alles in, wie heißt's? Perplex. Alles in Perplex, weil sie gesagt haben, was? Ich hätte mir das niemals so steil vorgestellt. Wir müssen aber noch da hoch, weil da oben ist dann der Berg zu Ende. Da kommt dann der Bismarck-Wurm. Und da wollen wir dann Essen machen und übernachten und noch was trinken und Jummies essen. Die Bierschanga hat die ganze Zeit schon die Jummies während des Laufens aufgemacht. Deswegen ist sie weniger gelaufen, weil sie mehr Jummies gegessen hat. Hat mich mit den Jummies abgeworfen. Die habe ich nicht alle mit dem Mund abgefangen. Die Hälfte ist runtergefallen. Richtig brutal. Iswo, wenn du das liest, komm vorbei, such die Jummies. Was geht ab? Der Iswo, der Ismo, genau. Da hinten schreit's rum, guck dir's an. Wir laufen jetzt noch da hoch, weil da müssen wir hin. Und irgendwo hier sind Wege. Ja, weil wir die Wege nicht sehen, laufen wir jetzt da hoch. So, die Shania und ich und Julchen, wir warten jetzt hier oben. Da seht ihr mal Julchen und Shania, wie sie beide dastehen. Und da unten hört ihr die Musik. Wir laufen mal hin. Gucken mal kurz, was hier los ist. Du bist so groß. Hauptsache die Musik ist am Start. Alles klar. Da brauchst du ein bisschen. Aber ich lasse sie jetzt einfach da tot liegen. Spaß. Ich laufe gleich zurück. Aber wir haben jetzt hier einen Weg gefunden wieder. Da wir keine Kopfleuchte haben, weil das hat die da unten. Auf geht's, wo mein Wagen! Da oben ist eigentlich Feierabend, aber wir laufen jetzt hier rüber. Ehrlich nicht. Also wirklich nicht. Ah, oh, ich liebe euch trotzdem. Aber er hat nie gesagt, dass wir einen halben Wald durchstreunen müssen. Das war der Bierschanger. Oh. Das ist die Shania. Und guck dir das mal an. Oh, hat sich da jemand aufgehangen? Der hängt einfach an diesem Baum. Also hier ist ein Baumstamm. Der hängt einfach mitten im Wald, so ein Seil. Das ist wie Blair Witch, Project, Jack Körmer. Da kommen die Hexen und so weiter, ne? Das sieht auf jeden Fall mega brutal aus. Das ist, wie war ich erwartet, Homer. Jetzt schlagert das hier rum. Wir waren jetzt in der Abenteuer. Der Gudi dreht schon wieder durch, das heißt, wir müssen weitergehen. So, liegt hier auf der Bank. So, im Naturin-Stil machen wir jetzt mal hier den Rucksack auf. Dank der Kopflamme von der Bianca. Dann haben wir hier nämlich Brötchen. Ungefähr so. Und dann haben wir hier nämlich. Also meine Güte, was ist da denn alles drin? Wir machen mal hier den. Und tun dann mal. Hier! Oh, hier, guck! Pfeffi! Schenda ist wieder da. Jetzt gehen wir nämlich mal hier rüber und zeigen euch, dass wir jetzt hier auf dem Tisch haben wir mal kurz was ausgebreitet. Da haben wir jetzt hier das gute Schloss. Das Schloss Edel. Wir haben hier den Pfeffi. Wir haben hier den Pfeffi 2.0. Wir haben die Shania mit der Taschenlampe. Guten Abend, die Dame. Wir haben hier sieht aus wie, naja, so eine Taschenmuschi. Nur halt mit Licht. Ey, das ist die Campinglampe, Mann. Das ist mit Licht, dass man auch was sieht. Dann haben wir hier den
den stolzen Fans. Aber das Interessante, dass du weißt, dass er weiß, wie so ein Tag hier aussieht. Also ich weiß das schlussendlich sogar. Da, denn hier ist der Wodka und dann hier ist der Hammer. Falls nachts einem schlecht wird, dann kann er sich austoben. Ansonsten sitzen wir jetzt hier irgendwo am Bismarckturm und hier sind Bänke. Das sind Bänke. Schaust du jetzt meine Jacke an? Das ist deine Jacke. Das ist deine Jacke, du. Jetzt zieh die meine Jacke an, du. Auf jeden Fall sind wir jetzt dann so hier. Ihr seht, hier ist der Beutel mit den Chips. Das ist hier so eine komische, was ist denn das? Na, das lassen wir, das ist meine private. Das ist eine Mucklertasche. Das ist der kaputte Wagen. Hier schläft die Bianca wahrscheinlich heute auf diesem Stein. Da hat sie schon ihren Schlafsack ausgebreitet. Das ist der Tisch, wie gesagt. Und hier sind so Bänke. Da drüben ist eigentlich der Turm. Wir können ja mal kurz in die Richtung laufen, dass ihr seht, was der Turm ist. So. Das ist der Turm. Das ist der Turm, der geht bis da hoch. Und wenn man um den Turm rumläuft, den müssen wir euch wahrscheinlich dann tagsüber nochmal zeigen, ist hier noch so ein Geländer. Ah, da fällt man hier über die... Da ist gerade drüber gestolpert. Ist hier eine Treppe. Da geht das rein in den Turm bis hoch. Ne? Da wollen wir vielleicht heute Nacht drin schlafen. Beziehungsweise... Ach, scheiße. Erschreck mich doch nicht so, Mann. Ja, klar ist der Turm auf. Guck, der Turm ist auf, da kannst du rein. Und das sind so Wendeltreppen und die gehen da so hoch. Also Wende-Dings. Ich muss dich anzünden, mein Daumen so, brennt doch. Ich mach Licht hier für dich. Sau. Jetzt, ich brauch mal hier irgendeinen, der cool ist, der hier das mal hält, dass ich's anzünden kann. Ich will nämlich jetzt hier diese komischen... diese Grableuchten anzünden, das ist Nummer 1. Jetzt haben wir hier Nummer 2. Ah, die hat ja gar keinen Bibus. Ja, der ist ganz scheiße. Guck dir das an. Ei, sogar die krieg ich mal an. Und weil wir vorhin eine rote weggegeben haben, haben wir natürlich jetzt keine rote mehr. Aber hier haben wir noch drei weiße. Der Stein der Weisen, ne? Sagen wir mal dazu. Haben wir noch zwei Weise. Das sieht auch gut aus. Wir machen uns jetzt hier richtig. Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. Am Bismarckturm wahrscheinlich. Und so war der Text vom Frauenarzt. Jetzt müsst ihr das nur irgendwie. Au! Ich darf da nicht dran fassen, weil das heiß ist. Jetzt müssen wir das verteilen. Dann müssen wir hier mal gucken und dann melden wollen wir uns. Wollen wir es erst hübsch machen? Oh, Bowle to go. Das es ist hässlich genug, lecker. Guckt ihr das doch an. Baby ist auch aus. So. Guck mal, wenn du so eine Kopfleuchte hast. So es sieht so hässlich aus, wenn du mich anleuchtest. Nicht mit meinen Augenrolli so anleuchten. Was? Mit meinem Augenrolli. Sag mal. Nein. Die Undertaker! Ja, genau so! Ja, das ist auch nichts Schlimmes. Also, ja, aber du musst das doch nicht so raus. Das sind Skills, die hat nicht jeder. Nee, das, nee, haben sie auch Skills? Nee. Hab ich keine nicht. Skills. Nee. Haben wir noch Skills da? Keine mehr. Wer hat den letzten Skill genommen? Ja, und ich mache das ja mit meinem Undertaker-Rolli ja unbewusst. Ich merke das ja nicht. Rolli. Ja, ist so. Kennst du am Flughafen? Drecksrolli, Alter, vom Undertaker. Ich war noch nie am Flughafen. Ich glaube, wir melden uns zurück. Ich bin noch nie geflogen. Wenn wir Essen machen oder Jambis aufmachen oder einen Wodka trinken oder irgendwas anderes Verrücktes, aber ich glaube, die wollen jetzt erstmal den dreckigen Turm sehen. Ja. So, die Bianca kam auf die tolle Idee, dass wir trotzdem mal in den Turm reingehen. Deswegen seht ihr jetzt mal hier den Bierschanga, der jetzt hier drin steht. Guckt es euch an. Zeig mal die Fresse, die Visage, also die Schnauze. Ich bin hübsch. Ich bin hübsch, ja, Digga, guck, ich bin hübsch. Hier stehen zwei Tafeln, guckt euch das an. Zwei Tafeln und hier kannst du hier so drum rum machen wie eine Tourin. Jenna ist noch draußen, willst du nicht reinkommen? Und hier ist dann die Treppe, die da hochführt. Theoretisch könnten die sich jetzt hier hinlegen und schlafen. Ja. Ne? Was? Die Tür kann man ran machen, ne? Lässt du die Tür in Ruhe? Geh mal jetzt da hoch. Wer zuerst runterfällt, hat gewonnen. Scheiße,
Die hat immer noch meine Jacke an. Guck dir das an. Ich filme jetzt die ganze Zeit ihren Arsch. Guck. Ja, du läufst so vor. Was kann ich denn dazu? Du hast gar nichts sonst vor. Das erste, das ist wie das Video, was wir am Montag immer gucken. Hände, Hände. Mit dem Startursprung. Jetzt sind wir hier auf der ersten Etage und ihr seht, hier ist überall Holz. Nicht nur Holz, ihr habt ja auch diese Luken. Hier wäre wirklich geil, das Licht. Da könnt ihr hier rausgucken. Wenn es halt zu windig ist oder zu kalt, hat man ja hier ein Zwischenstück, wo man chillen kann, übernachten kann. Eben drum. Und es geht auch noch ein weiter. Deswegen, wir filmen weiter den Arsch. Hände, die Hände. Du musst gucken, was die Hände machen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Oh, die Schulter. So. Wieder Loch. Das heißt, da wohnt. Jetzt sind die Fenster nicht mehr eine Luke, sondern die Fenster sind ein Ganzes. Aber ihr habt trotzdem genügend Fenster. Wieder dieser Holzboden hier. Jetzt wird die Treppe anders. Jetzt habt ihr hier original Schiffstreppen aus Stahl, die richtig abgehen. Jetzt wird es ein bisschen kühler. Aber das müssen wir euch tagsüber vielleicht noch mal zeigen. Denn jetzt sind wir hier oben auf dem Bismarckturm. Hier kann man einmal rundschauen. Hier sind überall solche Tafeln. Blessberg, 21 Kilometer. Das kennt ihr vielleicht vom Crazy O damals. Das zeigen wir euch auf jeden Fall noch mal, wenn es hell ist. Einmal ganz rundherum. Da hinten ist überall die Stadt. Sieht man jetzt halt nicht so. Da sind die Jungs. Was? Seid ihr keine Jungs oder was? Ja, Jungs! Wer weiß. Was ist los, Jungs? So, hier zieht es halt ein bisschen. Ne? Ja, ein bisschen. Und hier ist auch kein Holzboden. Hier ist ein Steinboden. Man könnte theoretisch hier übernachten, man könnte aber auch in die zweite Holzebene, man könnte in die erste Holzebene, man könnte sich draußen auf den Tisch legen, also wir haben viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da unten, da wo mein Penis gerade hinzeigt, da unten ist unser Tisch, wo wir gerade sitzen mit allem drum und dran, ne? So. Ah ja, sieht aber komisch aus jetzt. Da unten ist auf jeden Fall unser Tisch. Ja, das sehe ich. Ach so, das wo wir sitzen und wo wir halt dann irgendwie vielleicht das Essen zubereiten wollen. Wir müssen uns jetzt wirklich jetzt mal so machen. So, der Ramses hat eigentlich jetzt Hunger. Deswegen guckt er mal, was der Bierschanger jetzt hier in diesem Beutel drin hat. Da sehe ich jetzt hier irgend so ein komisches Brötchen. So ein verkrustetes Brötchen. Das legt man jetzt mal hier aufs Handy. Und hier sind so komische Würste. Das sind ja diese, was ist das hier, diese Würstchen in zarter Eigenhaut, seit 40 Jahre alt, 1,20 Euro reduziert. Hier, das auch da. Wie hast du die aufgemacht? Hier. Zerbissen oder was? Ja, also, wir haben auch einen Löffel. Ja, Karabiner. Also, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Diese Würste kann man also aufbeißen, kann dann eine Wurst aus dem Glas, hier, Scheißendreck, da kannst du hier die Wurst rausnehmen, kannst die Wurst essen und das Brötchen hinterher. Genau so. Ich habe auch 3 verschiedene Sorten mit Brötchen genommen. Sauber! Jo. So, ich habe keine Ahnung, ob das hier jemals online kommen wird. Ich habe keine Ahnung, ob die Wanderung überhaupt jemals online kommen wird. Denn es ist was passiert. Das letzte, was wahrscheinlich bei der Wanderung gefilmt wurde, ist dann die Turmbegehung und alles. Wir wollten Abendbrot essen. Es sollte eigentlich Bud Spencer Bohnenpfanne geben. Guckt euch aber nur mal meine Hose an. Das ist meine kurze Hose und das ist hinten der Arsch.
Das heißt, die Bodenpfanne hat so durchgehauen, dass da jetzt einfach ein komplettes Loch drin ist. Ne? Ihr wisst, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ist aber nur Spaß. Spaß beiseite. Ich erzähle euch jetzt ungefähr, was passiert ist, damit das geklärt ist, dass keine Fragen mehr aufkommen. Warum ist die Brille fort? Warum hast du so einen hässlichen Bart? Wieso wurde nicht weiter gefilmt? Wo ist die Übernachtung? Wo ist der nächste Morgen? Was ist hier los? Stellt euch einfach vor, ich wurde entführt von Außerirdischen, ja. Die haben mich dann, deswegen ist auch das Loch in der Hose, ihr kennt bestimmt alle South Park, die haben mich über dem Wald dann aber wieder abgeworfen. Dadurch, dass ich so kugelrund bin, bin ich natürlich dann in Bewegung gekommen, sagen wir mal, und den ganzen Aufstieg, den wir normal am Tag hingelegt haben, habe ich dann zurückgelegt wieder, bergab, über Stock und Stein, von einer Hecke zur nächsten, habe gegen die Baummenschen gekämpft. Das war auf jeden Fall sehr schmerzhaft. So sehen auch meine Beine aus. Also wenn ihr mich mal anguckt hier, es ist alles immer zu rot und es ist blutig und es ist aufgeschlagen und die gehen bis hier rein, bis an den Hodensack. Hier, mein kaputter Fuß, das ist auch alles wieder aufgerissen. Mir tut jeder Knochen im Körper einfach nur weh. Ich bin irgendwo bei einem Waldmensch rausgekommen. Der hat mich dann in die Stadt gebracht, zu den Gesetzeshütern. Ne? Muss man auch dazu sagen, ist wichtig, weil die haben dann die Speicherkarte von der Kamera mitgenommen. Die suchen nämlich jetzt die Außerirdischen. So, damit ist eigentlich alles gesagt, was passiert ist. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Ich kann nur sagen, mir ging es die Tage danach richtig dreckig. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich konnte kaum laufen. Und wir haben trotzdem noch ein paar Tage dann was gemacht, Spaß gehabt. Das Problem war, dass ich keine Speicherkarte dann mehr hatte. Wir also nicht den Rest filmen konnten oder den Tag danach, wo es Frühstück, Bianca hat da schön Frühstück gemacht beim Bismarckturm, alles gab es Würstchen und Brot und Eier und alles. Wir wollten eigentlich die Three Spicy Challenge auch mal machen, jetzt wo sie da waren, aber wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Gesetzeshüter vielleicht die Daten einfach nur rüberziehen, sich die außerirdischen Filme reinziehen oder sehen, wie wir aufgestiegen sind auf den Berg und die Karte zurückgeben, sodass man wenigstens noch was hätte filmen können. Wurde man immer ein bisschen vertröstet, dann habe ich gedacht, komm, holst du dir jetzt einfach irgendeine andere. Und so haben wir wenigstens am letzten Tag noch dieses Bier-Tasting, was wir mal machen wollten, gemacht mit den Sachen vom Marc Niemals und dem Versorgungspaket, was Bianca geschickt hat, als sie los ist, was auch in der Zwischenzeit ankam, aber das werdet ihr auch noch sehen. Es sind also nicht so viele Videos entstanden. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, habe ich auch das Material nicht von der Wanderung. Ich hoffe, das kommt zurück, wenn die Außerirdischen wieder weg sind und wir dann, ohne dass der Ramses durch den Wald zurückgerollt ist und gegen die Baummenschen gekämpft hat, trotzdem den Aufstieg haben, die Zeit, bis wir da hoch sind, war nämlich, glaube ich, trotzdem ganz lustig, soweit ich mich erinnern kann. Und es tut mir natürlich leid, dass das jetzt hier so ein Ende genommen hat, aber ja, bleibt mal lieber beim Bier, sage ich mal. Trinkt weniger Wodka, ne? Das könnt ihr den Damen überlassen, wie es der Sven immer sagt. Er trinkt Bier. Ich werde jetzt auch ein richtiger Biertrinker. Ansonsten schauen wir, dass mal das alles zu Ende geht. Ich fand trotzdem die Zeit eigentlich ganz cool. Die zwei haben sich auch trotzdem rührend um mich gekümmert dann und alles. Und ich glaube, sie hatten trotzdem auch eine Menge Spaß dann die Tage danach. Wurde nochmal Jass gegeben, ne? Gestern auch die ganze Nacht hier nochmal Rammstein und so. Musik-Nacht gemacht bis nachts um 3 Uhr. Musikwünsche. Jetzt sind sie heute losgefahren. Ich nehme das jetzt hier fix auf als Outro für die Wanderung, dass das dann ein Ende findet, dass das hinten rangeht, weil das Video kann ja nicht einfach mittendrin aus sein. So, ich nehme jetzt meine durchgebumste Hose wieder mit. Ich nehme meinen zerschundenen Körper mit. Ich warte, dass mein Bart wieder wächst. Ich warte, dass ich eine Brille wieder bekomme. Ich musste mir für 325 jetzt beim Optiker erstmal Sehtest machen, alles messen, hin und her, mir eine neue Brille jetzt bestellen.
Das heißt, deswegen momentan, ich kann kaum schreiben, reagieren, Kommentare lesen, Stream ist alles gerade schlecht, denn ich sehe aus wie ein Maulwurf. Ich habe auch keine Ersatzbrille in dem Sinne. Den haben nämlich die Außerirdischen auch mitgenommen. Die wussten nicht, was das ist. Eine Brille haben die noch nie gesehen. Fliegen mit dem Raumschiff rum, wissen nicht, was eine Brille ist. Haben sie, der Bianca, ihre Sonnenbrille haben sie nämlich auch. Das kommt noch dazu. Ich glaube, die sammeln einfach Brillen, was auch immer. Wenn ihr wisst, was die mit den Brillen machen, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Das war ein Erlebnis, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Und mal gucken, ob wir irgendwann nochmal eine andere Wanderung machen. Ey, auf jeden Fall war es das jetzt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich wünsche euch ein gutes Leben und passt auf euch auf. Übertreibt es nicht, ne? Und wenn ihr seht, die Außerirdischen kommen, steigt nicht ein, lasst euch nicht mitnehmen. Die werfen euch eh nur über den Wald. Das ist nicht lustig. So, ciao.